Wiehl in Südbaden. Heute hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württembergs entschieden. Das Kernkraftwerk kann gebaut werden, trotz aller Proteste. Revision ist noch möglich, aber schon jetzt Empörung am Kaiserstuhl. Eine richtige Demonstration, wie sie noch in ganz Deutschland noch nicht gesehen haben. Mit monatelangen Demonstrationen, nicht nur Tage. Wir kämpfen ja nicht nur für uns, wir kämpfen für unsere Kinder und für unsere Enkel. Nicht wahr? Und je mehr Atomkraftwerke, je mehr Radioaktivität kommt raus. Wir können nicht garantieren, das hat auch der Weinbauverband jetzt gesagt, was los ist, wenn die weiter so Dummheiten machen und glauben, sie haben es hier mit dummen Trottel zu tun und sie können machen mit uns, was sie wollen. So geht es nicht. Willkommen zum Heute-Journal. Anwohner, Betroffene, Menschen, die es nicht wahrhaben wollen. Vor 9 Jahren wurden die Pläne zum Bau eines Kernkraftwerks in der Weingegend am Kaiserstuhl zum ersten Mal bekannt. Bauern, Winzer und Umweltschützer besetzten monatelang das Gelände. Vor 5 Jahren dann entschied das Freiburger Verwaltungsgericht, dass aus Sicherheitsbedenken nicht gebaut werden solle. Dieses Urteil ist von der nächsten Instanz, dem Mannheimer Verwaltungsgerichtshof, heute aufgehoben worden. Die ausführliche Begründung kommt erst Mitte Mai. Aber ausdrücklich wurde eine Revision in der dann letzten Instanz, dem Bundesverwaltungsgerichtshof in Berlin, zugelassen. Aber das will die Landesregierung in Stuttgart nicht abwarten. Wiehl, vor Jahren schon einmal ein Symbol in der Auseinandersetzung um die Kernkraft, wird wieder zum Brennpunkt. Harry Reitmeier und Harald Wollner berichten. Ich bin dafür, dass das Kernkraftwerk in Wiehl gebaut wird. Erstens gibt es Arbeitsplätze, geht ja über 4-5 Jahre der Bau, wo 400 Mann beschäftigt wären. Ne? Und wenn wir es nicht bauen, dann baut es der Franzose. Und auch wenn das Kernkraftwerk betrieben wird, wer wird eingestellt vom Umkreis von uns? Vielleicht ein Gärtner, der den Rasen mäht und einer, der die Hecke stutzt oder so. Aber sonst kommen noch so einige her, Fachleute, Ingenieure und sonst alles. Ne? Das heißt also, Sie sind gegen das Kernkraftwerk? Also, ich habe Meinung dafür und dagegen. Ich kann mich eigentlich gar nicht richtig festlegen. Ne? 300 neue Arbeitsplätze und damit eine gewaltige Zunahme an Wirtschafts- und Steuerkraft erhofft sich das 2800 Zehlendorf Wiehl durch das Kernkraftwerk, dessen Bau rund 2000 Arbeitsplätze sichern würde. Mit dem Segen der Bewohner konnte deshalb 1975 dieses 40 Hektar Waldstück für 2 Millionen als Bauplatz an die Kernkraftwerk Süd GmbH verkauft werden. Wo früher 9 Monate lang Kraftwerkgegner lagerten, erinnert bisher nur eine Wetterstation an das Großprojekt, für dessen Bau die Mannheimer Richter heute grünes Licht gaben. Herr Bürgermeister, sind Sie mit diesem Urteil zufrieden? Man kann das Urteil durchaus als Bestätigung der Haltung der Mehrheit der Wieler Bevölkerung sehen. Die Bevölkerung hat 1975 in einem Bürgerentscheid sich mit ca. 54% für den Verkauf des Bauplatzes an den Kernkraftwerksbetreiber ausgesprochen. Und diese positive Haltung zu einer Ansiedlung eines Kernkraftwerkes wurde nun durch das Gericht bestätigt. Rechnen Sie denn mit einem baldigen Baubeginn? Ich gehe davon aus, dass die unterlegene Partei das Bundesverwaltungsgericht in Berlin anrufen wird. Und ich halte diesen Schritt für richtig und für notwendig, gerade im Interesse der Rechtssicherheit, damit nachher niemand sagen kann, ja, was wäre denn gewesen, wenn Berlin zu dieser Sache gesprochen hätte. Ich sehe keinen Grund, dass die Landesregierung, nachdem wir nun in 2 Instanzen waren, auch noch das Revisionsurteil abwartet. Halten Sie Wiehl denn für politisch durchsetzbar? Ja, ich muss mich ein bisschen über die Frage wundern, dass in einem Rechtsstaat immer wieder unterschieden wird zwischen der Durchsetzung des Rechts und der politischen Möglichkeit der Durchsetzung des Rechts. Wenn wir in einem Rechtsstaat leben und der Staat glaubt nicht mehr, dem Recht zum Recht verhelfen zu können, dann meine ich, wäre dieser Rechtsstaat ziemlich am Ende. Und deshalb bin ich der Meinung, die Sache ist politisch äußerst schwierig. Ich will alles tun, um Gewalt zu vermeiden. Aber am Schluss muss der Rechtsstaat eine durchsetzungsfähige Rechtsposition auch durchsetzen können. Sie haben die Erklärung des Ministerpräsidenten gehört. Danach ist ja wohl auch ein Baubeginn schon vor 1984 möglich. Ich gehe davon aus, dass das Wort des Ministerpräsidenten stimmt, dass er also in der Zukunft sehr gründlich noch einmal die gesamten technischen als auch meteorologischen Dinge prüfen wird. Und ich glaube schon, dass wenn man das sehr gründlich macht,
dass mit einem Zeitraum zwischen 1 und 2 Jahren zu rechnen sein wird. Werden Sie auf jeden Fall vor das Bundesverwaltungsgericht in die Revision gehen? Ich habe als Einzelkläger für meine Bürger stellvertretend geklagt. Ich habe diesen Weg begonnen, ich werde diesen Weg beenden. Während es in der Arbeitergemeinde Wühl selbst bisher ruhig bleibt, formiert sich vor allem in den angrenzenden Weinorten am Kaiserstuhl der Bürgerprotest gegen das Wühl-Urteil. Also ich finde es nicht gut, dass sie das genehmigt haben, dass das jetzt gebaut werden darf. Und ich hoffe, dass es trotzdem nicht gebaut wird. Ich finde es halt nicht richtig, dass es hier gebaut wird, wo so viel Rebe ist und das. Ne? Sind Sie mit diesem Urteil zufrieden? Nein, ich bin Freizeitwinzer und wir in unserer Gegend sind natürlich sehr daran interessiert, dass unser ganzes Klima erhalten bleibt und dass wir unsere Gegend so erhalten, wie sie ist. Aus dem Grund sind wir dagegen. Befürchten Sie denn, dass es wieder zu Ausschreitungen kommt jetzt? Das ist anzunehmen, ja. Warten wir das ab. Nach Bonn zum Hin und Her, das ist dort in den letzten Tagen und Wochen über eine der brennendsten Fragen unserer Wirtschaft und Gesellschaft gegeben hat. Ich spreche von der Arbeitslosigkeit und Sie erinnern sich, dass das Bundeskabinett eine Meldepflicht für freie Arbeitsplätze erst beschlossen und dann wieder zurückgenommen hat. Und Sie erinnern sich vielleicht auch, dass es ein ähnliches Gerangel auch um die sogenannte Zumutbarkeitsregelung gegeben hat, jene Anordnung, nach der Arbeitslose auch eine Arbeit annehmen müssen, die nicht ihrer Ausbildung entspricht. In der Praxis gibt es da schon gewaltige Probleme. Im Prinzip aber soll das so funktionieren. Die Arbeitslosen werden in 5 Stufen eingeteilt. Erstens solche mit Hochschul- und Fachschulausbildung. Zweitens mit Aufstiegsfortbildung, etwa Meister- oder Fachschulingenieur. Drittens mit einer Ausbildung in einem Lehrberuf, zum Beispiel Facharbeiter. Viertens mit Anlernausbildung. Die 5. Stufe gilt für alle übrigen Beschäftigungen. Nach der Anordnung soll einem Arbeitslosen zugemutet werden, auch eine Arbeit in einer nächst niedrigeren Stufe anzunehmen, wenn in seiner Ausbildungsstufe keine Arbeit vorhanden ist. So müsste zum Beispiel der Akademiker als Meister, der Meister als Facharbeiter und der Facharbeiter als Angelernter zu arbeiten bereit sein, sonst verliert er das Arbeitslosengeld. Und so ist es heute endgültig vom Kabinett verabschiedet worden. Im Prinzip. Da es aber vorher Streit zwischen dem Minister Ehrenberg von der SPD und dem Minister Lambsdorff von der FDP gegeben hatte, musste ein Kompromiss gefunden werden. Und der sieht nun ungefähr so aus. Die Arbeitsämter dürfen eine geringer bewertete Arbeit erst anbieten, wenn sie alle Möglichkeiten der Vermittlung auf dem bisherigen Beschäftigungsstand, also der bisherigen Beschäftigungsstufe, ausgeschöpft haben. Außerdem muss festgestellt werden, ob für den Arbeitsplatz der niedrigeren Stufe nicht innerhalb von 3 Monaten ein Arbeitssuchender gefunden werden kann, der nach seiner Befähigung für diese Arbeit in Frage kommt. Nun zweifeln Fachleute sowieso an dem Sinn des Ganzen, denn zurzeit gibt es für 15 Arbeitslose nur eine offene Stelle. Und so ist das auf allen Stufen. Trotz der Korrekturen hat der Deutsche Gewerkschaftsbund den Beschluss entschieden abgelehnt. Das Ganze hätten die Freien Demokraten eingebrockt. Dieser Versuch der Herabstufung sei ein Opfergang der Arbeitslosen und Beschäftigten und werde nicht kampflos hingenommen. Harte Kritik, gezielt auf einen Minister, der ohnehin seit langem in Bonn ohne Glück operiert. Fragen von Oswald Toppel an Herbert Ehrenberg. Wir haben gestern die Verbesserung in einem Gespräch mit Graf Lambsdorff zustande gebracht. Haben Sie da federn lassen müssen, haben Sie da nachgegeben? Aber wer hat jetzt wen? Aber ich bitte Sie, das ist doch eine der üblichen Bonner Fragestellungen. Es gibt scheinbar nichts, worauf man sich in Bonn einigen kann, ohne dass einer der Verlierer sein muss. Wenn es zu einem Kompromiss kommt, haben beide Seiten sich aufeinander zubewegt. Da kann man doch nicht anfangen, nach Punkten zu zählen, wie viele Federn sind dem ausgerupft worden und wie viele Federn dem. Sind Sie ein Verlierer? Was heißt, bin ich ein Verlierer? Ich weiß das nicht. Wir haben beide unterschiedliche Vorstellungen gehabt, haben uns aufeinander zubewegt und haben ein vom ganzen Kabinett heute, nicht vom Arbeits- und Wirtschaftsminister, sondern vom gesamten Kabinett heute beschlossenes Ergebnis vorgelegt. Ja, Sie haben also mit einem Kompromiss die Koalition auch wieder gefestigt. Das ist richtig. Also Sie sollten auch die Koalition nicht immer totreden. Das ist in schwierigen Zeiten Auseinandersetzungen. Und auch heftige Auseinandersetzungen um Sachfragen gibt, ist noch nicht das Ende der Koalition. Ja, mit der FDP sind Sie einig, mit den Gewerkschaften, denen Sie ja mehr oder weniger angehören oder aus denen Sie kommen, sind Sie gar nicht einig. Sie haben diese 5-Klassen-Regelung gegen den erklärten Widerstand der Gewerkschaften bisher durchgeboxt. Warum? Das ist keine Regelung gegen die Gewerkschaften,
sondern aus einer Regelung, die in Nürnberg gefunden ist, um den arbeitsmarktpolitischen Gegebenheiten besser Rechnung tragen zu können. Warum macht man sie gegen es hat dazugehört, zu dem gesamten Arbeitsförderungskonsolidierungsgesetz. Dort sind sehr viele Stufen mehr drin, die keinen Beifall bei den Gewerkschaften gefunden haben. Das ist nicht diese Regelung alleine. Die anderen sind schon alle am 1. Januar in Kraft getreten. Leider aus der finanziellen Enge und den zu geringen Beschäftigungsmöglichkeiten. Ja, aber Sie verlieren dadurch natürlich einen Rückhalt bei einer wichtigen Gruppe, bei der Arbeitnehmergruppe, gegen deren Vertreter Sie das durchgezogen haben. Wissen Sie, diese Fragestellung gegen deren Vertreter durchgezogen. Ja, das ist doch auch so. Die hat mit Nein gestimmt aus wohlerwogenen Gründen. Und andere haben auch von ihrer Sicht aus wohlerwogenen Gründen mit Ja gestimmt. Und es ist etwas zustande gekommen, was insgesamt, nicht in dieser isolierten Regelung auf die 5 Stufen bezogen, sondern insgesamt zu der notwendigen Konsolidierungsarbeit dieses Winters gehört. Herr Minister, Sie haben allerdings auch Kritiker in der SPD-Fraktion. Es gibt also Stellungnahmen, die eine Neubildung des Kabinetts fordern. Da wird Ihr Name genannt. Glauben Sie, dass Sie noch genügend Kredit und Spielraum haben, um Ihr schweres Amt weiter ausüben zu können? Über meinen Kredit oder meinen Spielraum können nur andere entscheiden. Nicht ich, derjenige, der zu einer Bank kommt und Kreditnehmer ist, der entscheidet nicht über seinen Spielraum. Ich glaube, dass ich meine Pflicht getan habe, die verdammt schwer ist in einer Zeit ökonomischer Enge. Und wenn ich mich in Europa umschaue, so sehe ich, dass die Mehrzahl der Arbeitsminister in noch größeren Schwierigkeiten sind, als ich es bin, wie ja auch der ständige Regierungswechsel anderswo zeigt. Und wenn Sie die Stimmen aus der Fraktion ansprechen, es sind Einzelne und bevorzugt jemand, der dort vorwiegend Beamteninteressen vertritt. Ich würde sehr nachdenken, ob ich mein Amt weiter ausüben kann, wenn ich bereite Vertrauensverluste bei den Arbeitnehmern im Ruhrgebiet feststellen müsste. Das muss ich bisher nicht. Im Gegenteil, ich glaube, dass dort sowohl die Schwierigkeit, aber auch die Notwendigkeit meiner Aufgabe gesehen wird. Und das sind die Gruppen, denen ich mich in erster Linie verpflichtet fühle. Ein anderer Bonner Minister ringt zur Stunde aus ganz anderem Anlass und ganz anderem, an anderem Ort mit den Gewerkschaften. Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst in Stuttgart, Innenminister Gerhard Baum also gegen Heinz Klunker. Die Tarifpartner sind auf eine längere Nachtsitzung eingestellt. Es wird im Augenblick von einer schwierigen Phase gesprochen. Die ÖTV sowie die Post- und Bahngewerkschaften fordern 6,5 mehr Einkommen sowie 30 Tage Urlaub für alle. Die Arbeitgeber sollen auf die geplante 1%ige Einkommenskürzung verzichten. Die öffentlichen Arbeitgeber gingen mit einem Angebot von 2% dagegen ins Rennen. Bisher ist kein neues Angebot gemacht worden. Von beiden Seiten ist jetzt zu hören, dass es sehr schwierig wird und man die Lage pessimistisch beurteilt. Beide Seiten wollen aber noch in dieser Nacht zu einem Ergebnis kommen. Die ÖTV hat sich heute dann noch an anderer Stelle und zu einer ganz anderen Sache zu Wort gemeldet. Und der Ort Hamburg hat mit der Sache Schifffahrt zu tun. Die Gewerkschaft fordert einen Kurswechsel in der Schifffahrtspolitik. So gehe es nicht weiter, dass immer mehr deutsche Schiffe ausgeflaggt würden, das heißt unter den Fahnen anderer Länder führen, der geringeren Steuern und der billigeren Arbeitskräfte wegen. Und dabei auch noch, so verrostet und zerbrechlich, wie sie oft sind, zur Gefahr auf den Weltmeeren werden. Eine leistungsfähige Flotte unter deutscher Flagge müsste erhalten bleiben. Nicht nur um Arbeitsplätze, auch um im Krisenfall die Versorgung der Bevölkerung zu sichern. Wenn das mit Finanzhilfen aus Bonn nicht zu schaffen sei, dann müssten die deutschen Privatreedereien eben verstaatlicht werden. Das Nähere von Wolf Konerding. Nicht nur ein Papier vorlegen wollte die ÖTV. Auf einer Rundfahrt durch den Hamburger Hafen bot die Gewerkschaft Anschauungsmaterial über das Hauptproblem der Seeschifffahrt, das sogenannte Ausflaggen von Schiffen. Auf diesem Massengutfrachter, der unter der Flagge Panamas fährt, fand die Hafenpolizei alle erdenklichen Sicherheitsmängel, Bruch und Rost, wohin man blickte. Der Gammeldampfer mit einer im Übrigen völlig unterbezahlten malaysischen Besatzung wurde bislang von den zuständigen Behörden mit einem Ausfahrverbot belegt. Dass aber ausgeflaggte Schiffe sich nicht notwendig in unsichere Seelenverkäufer verwandeln, dafür bietet die Polana der renommierten Woermann-Linie ein Beispiel.
Deutlich erkennt man übrigens noch den alten Heimathafen am Heck des Schiffes Hamburg. Entscheidender aber als Sicherheitsfragen sind für die ÖTV andere Folgen der Auswanderung in ein sogenanntes Billig- oder Gefälligkeitsflaggenland. Qualifizierte und gut bezahlte Arbeitsplätze gehen deutschen Seeleuten verloren. Die neuen Heimatländer nehmen es mit Schiffsbesetzungsordnungen und auch mit der Bezahlung nicht immer genau. Vor allem aber verringert sich die Größe und Bedeutung der deutschen Hochseeflotte. Dieser kleine Frachter gehört nicht nur der Flagge nach zu Zypern. Im Krisenfall, zum Beispiel bei Krieg, könnte die Bundesrepublik über diesen Schiffsraum nicht verfügen. Favorit unter den Gefälligkeitsflaggen der afrikanische Staat Liberia, die Nummer 1 unter den Schifffahrtsnationen. Liberia verzeichnet mit Panama, Singapur und auch Zypern die höchsten Anteile am Wachstum der Welthandelsflotte. In ihrem Gefolge einige kleinere Entwicklungsländer. Herr Merten, die ÖTV schlägt ein ganzes Bündel von Maßnahmen vor gegen das Ausflaggen von deutschen Schiffen. Der weitestgehende Punkt ist eine Verstaatlichung der Seeschifffahrt. Befürchten Sie da nicht so eine Art Bundesbahn zur See mit hohen Defiziten? Um ganz ehrlich zu sein, ja, aber das ist wirklich das allerletzte Mittel, um eine nationale Flotte zu erhalten. Wir sind als ein Land, das mit aller Welt Handel treibt, auf eine eigene Flotte angewiesen. Auch die Notzeiten unserer Regierung zur Verfügung steht. Und deshalb würden wir alle anderen Mittel eher wählen, bevor wir zu diesem letzten Vorschlag kommen. Kein Zweifel, Seefahrt tut Not. Ohne Schiffe kein Import und kein Export. Bislang befinden sich die Schiffe in der Bundesrepublik in Privatbesitz. Die Reeder sind nicht nur aus Willkür mit einem Drittel ihrer Schiffe bislang unter billige Flaggen gegangen. Hohe Personalkosten drücken und vor allem die Konkurrenz ausländischer Schifffahrtsunternehmen, die auf vielfältige Weise, anders als bei uns, vom Staat unterstützt werden. Das gilt besonders für die Flotten des Ostblocks. Wie reagieren die Reeder auf die Vorschläge der Gewerkschaft? Das schifffahrtspolitische Programm der ÖTV lässt aus unserer Sicht sehr deutlich die Sorge der Gewerkschaft erkennen über die Entwicklung der Arbeitsplätze in der Seeschifffahrt. Und diese Sorge ist durchaus berechtigt, denn die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Handelsflotte ist in den letzten Jahren zurückgegangen. Solche Forderungen der ÖTV, die diese Wettbewerbsfähigkeit stärken, solche Forderungen, die auf einen Ausgleich des internationalen Subventionsgefälles abzielen, solche Forderungen können von uns durchaus unterstützt werden. Leider bezieht sich ein Großteil der Forderungen der ÖTV auf andere Bereiche, denen ein Leitbild zugrunde liegt, das wir für falsch halten, nämlich eine Vorstellung, dass Staat und Gewerkschaften besser wirtschaften könnten als private Unternehmen. Wer mit solchen modernen Transportmitteln zur See konkurrenzfähig bleiben will, der muss viel Geld investieren. Solange es keine umfassenden, international auch wirklich durchsetzbaren Abkommen gegen die Wettbewerbsverzerrungen in der Schifffahrt gibt, helfen gegen Ausflaggungen nur Subventionen. Die Rechnung ist ganz einfach. Wenn sich der Staat eine nationale Flotte erhalten will, dann muss er dafür bezahlen. Bleibt nur die Frage, wie weit die Kontrollen des Staates reichen müssen. Und hier der Nachrichtenüberblick im Heute-Journal. Bonn. Die Bauwirtschaft in der Bundesrepublik rechnet für dieses Jahr mit 100.000 Entlassungen. Verbandspräsident Eichbauer sagte, die Produktion werde um durchschnittlich 7% zurückgehen, bei öffentlichen Bauvorhaben sogar um 12%. Eine gute Nachricht für Bauherren, die Kosten werden voraussichtlich nur um 3,5% steigen. Bonn. Die Renten und die Leistungen für Kriegsopfer werden im nächsten Jahr voraussichtlich um 5,6% erhöht. Das hat das Bundeskabinett heute beschlossen. Der genaue Satz wird erst feststehen, wenn die für die Berechnung mitentscheidende Lohnentwicklung des vergangenen Jahres berücksichtigt ist. Die Mehrkosten von rund 8,3 Milliarden Mark können nach amtlicher Darstellung von der Rentenversicherung ohne Probleme aufgebracht werden. Von der Opposition wird dies bezweifelt. Wiesbaden. Die Preise steigen offenbar langsamer. Nach einer vorläufigen Übersicht des Statistischen Bundesamts waren die Kosten für die Lebenshaltung im März um 5,1% höher als im vergleichbaren Vorjahresmonat. Im Februar hatte die Teuerungsrate noch 5,8% und im Januar 6,3% betragen. San Salvador. Bei den Wahlen in El Salvador sind die Christdemokraten unter Präsident Duarte mit 41% stärkste Partei geworden. Die rechtsextreme Arena konnte nach dem vorläufigen Endergebnis rund 30% der Stimmen gewinnen. Sie will mit den anderen vier rechtsgerichteten Parteien eine Koalition eingehen, die dann die absolute Mehrheit hätte und die Christdemokraten von der Regierung ausschließen könnte.
Soweit der Nachrichtenüberblick. Bleibt uns nach so vielen Zahlen auch, bleibt uns das Wetter. Die Nacht wird wieder kalt, vereinzelt gibt es sogar leichten Frost. Morgen aber scheint überall die Sonne, nur im Süden von einigen Wolken unterbrochen. Trotz des Sonnenscheins steigen die Temperaturen nur auf 8 bis 14 Grad. Das war's vom Heute-Journal. Die letzten Meldungen um 23.30 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.